Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Oh, kennst du mal zu Schmetterling? Was? Ein Zugunglück, ich sehe eine Bundeslade, ein Tintenfleck, okay. Das ist eindeutig das Empire State Building. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich, sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Das ist ein Stormtrooper, ohne Witz. Oder? Leute, komm, das sieht aus wie ein Stormtrooper ein bisschen. Alles, was zu Schmetterlinge, sehen Sie das nicht? Ein Astronaut, der Waffe, in der Waffel ist. Okay, ein paar Baby-Schnabeltiere. Oh, Schnabeltier! Eine Karte von Australien. So was, Schmetterlinge. Immer. Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Wo Sie einen Schmetterling sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug. Und keiner von Ihnen beiden läge falsch oder richtig. Verstehen Sie? 100%. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein zermatschter Schmetterling. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ich sehe einen Psychiater, der mir ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo. Okay, ich sehe einen Affen im Anzug so niedlich. Oh, so niedlich. Pixel. Große, fette Pixel. Wie oft im Monat werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt, weil hier haben wir Lust von so manchen Schmetterlingen. Und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl, alles klar. Wie oft im Monat werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu, wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich bin von ihnen fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow, das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Und, wissen Sie, es macht mich ein wenig an. Genug! Alles klar. Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Alles klar. Nochmal? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich? Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache. Ich habe echt Spaß. Nun gut. Was? Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild?
Oh, ich kann nicht speichern. Oh, Leute, ich muss die Aufnahme sehr schnell mal unterbrechen. Nicht, dass jetzt irgendwie gleich wieder meine Aufnahme oder so nicht gespeichert wird. Wir sind schon bei 1:11. Ich weiß nicht, ob das zu lang ist oder nicht. Deswegen pausiere ich hier einmal kurz die Aufnahme. Und starte sie gleich sofort nochmal neu. So, Leute, geht gleich weiter. Was sehen wir denn diesmal? Ich würde sagen, ein Piratenschiff. Piratenschiff mit einer Murmeltier-Crew. Murmeltier-Crew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Schiff. Murmeltier. Klingt schon mal gut, Leute. Sehr gut. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Okay. Das sind Hunde und sie spielen Poker. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute das sagen. Verdammt. Verdammt. Und ich dachte immer, ich sei was Besonderes. Sind sie nicht. Etwas mehr Ernsthaftigkeit, bitte. Verdammt, okay. Aber er schreibt was auf. Ist das gut? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn er was aufschreibt. Versuchen wir es noch. Nächstes Bild, okay. Ah, nochmal. Würde ich jetzt... Bin ich das? Bin ich das? Interessant. Sie sehen sich also selbst in diesem Bild. Wie auf einem Porträt. Ja, ich meine, irgendwie schon. So würde ich aussehen, wenn ich ein zerquetschter Schmetterling wäre. Okay. Das mit diesem zerquetschten Schmetterling. Das ist so geil, ey. Ein Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen... Okay. Ein paar Babystabeltiere. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ja, mit Ahornsirup. Gut. Sehr schön, sehr schön. Machen. Okay, sehen wir das nächste Bild. Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Einen eleganten Affen, also. Gut, gut. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund. Ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Weste wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Blazer. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus, aber nicht elegant. Extravagant, nicht elegant. Okay. Das klingt auch gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht... Oh. Ich bin ein Profi und ich glaube, also... Okay. Die erste Antwort war, glaube ich, gut. Moment. Ja, auch nun. Großartig. So, die zweite. Machen wir mal das. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie darauf? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, eine Zeitmaschine ist. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das Konzept einer Zeitmaschine nur für den eigenen Geist greifbar ist. Ich meine damit, es ist ein sehr mehrdeutiges, sehr unpräzises Konzept, da es sich um ein Objekt handelt, das nicht real ist und daher kein allgemeiner Standard existiert, wie es eigentlich aussieht. Wir können unsere Vorstellung nur an Science-Fiction-Archetypen festmachen. Das ist deswegen faszinierend, weil es mich schließen lässt, dass Sie tief in Ihrem Inneren das Bedürfnis haben, die Zeit zurückzudrehen. Um die Geschichte zu ändern oder etwas zu verhindern. Etwas Bedeutendes. Habe ich nicht recht, Dr. Hauser? Oh, wie war das? Tut mir leid, mehrdeutig habe ich nicht mehr zugehört. Egal, wir redeten gerade über Roswell, richtig? Ich glaube wirklich, dass die Regierung etwas vertuscht. Da waren Aliens und es gibt überall Beweise dafür, aber wir sollen es einfach nicht wissen. Genug. Probieren wir es mal mit dem nächsten Bild. Es tut mir leid, dass das so leise ist.
wenn die das Bild hochhalten. Ich verstehe nicht, warum. Warum müssen die das auf einmal so leise haben? War das Zugunglück auch gut? Nee, ne? Ich meine nochmal, warte mal. Sicher? Ah, verdammt, ich glaube, Zugunglück war schlecht. Ein paar Babyschnabeltiere. Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Doogie Howser ist. Nun gut. Ja, es ist auch nicht gut, glaube ich. Sehr schön. Noch mach mal. Pixel. Große, fette Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann trage ich mal Pixel ein. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Wissen Sie, ich glaube, ich bin ein Pro. Ich glaube... Murmeltier. Zeitmaschine war auch was Gutes. Das hab ich. Egal, wir redet aber an genug. Nehmen wir mal. Ich sehe die Bundeslade. Tatsächlich? Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Wir haben hier ja. Das klingt auch nicht so gut irgendwie. Astronauten. Ja, gut. Sehr. Hä? Hatten wir das nicht schon? Pixel. Wirklich? Nein. Ich bin gut. Wissen Sie, ich. Warte mal, ich glaube, das war gerade dumm. Warte, ich mach mal den brennenden Stepptänzer. Wirklich? Okay, das werde ich mal eben notieren. Großartig. Muss er das? Ich glaube, das war das. Das habe ich. Oh. Egal, da war genug. Ich bin gerade ein bisschen. Nehmen wir mal das. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie den Test offensichtlich nicht ernst. Okay, hier haben wir jetzt auch was aufgeschrieben bekommen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt überall was aufgeschrieben bekommen haben. Das ist das Problem. Schön. Ein Tintenzweig. Natürlich, sieht aus. Wir haben hier ja einen Eine Karte von Australien. Eine Karte von... Das ist der Karte von Australien so unähnlich, wie nur irgendwas sein kann. Hören Sie zu, wenn Sie den Test nicht ernst nehmen, verschwenden wir beide hier nur Zeit. Na schön. Okay, wir müssen also hinkriegen, also so dumme Antworten geben wie möglich. Schön, für... Ja, dann ist es einfach Babyschnabeltiere. Sind Sie so sicher? Nun gut. Sehr schön. Ihr hattet ja auch schon was aufgeschrieben, ne? Hey, von der... Er sieht... Wissen Sie, ich bin ein... Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Nun... Sehr schön, er schreibt das letzte Mal, glaube ich, jetzt was auf, oder? Schön, versuchen wir. Wen sind das Murmeltiere? Ja, nun. Großer. Was hatten wir hier? Das hier, glaube ich. Sind Sie nicht. Genau, jetzt schreibt er wieder was auf. Sehr gut, sehr gut. Danach nehmen wir einfach die Zeitmaschine. Schön, versuch.
Er muss also immer was aufschreiben, alles klar. So, weiter. Empire State Building. Dann schreibt er wieder, genau, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hatte ich mir schon gedacht, dass wir irgendwie sowas in der Art machen müssen. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist einfach ein Tintenfleck. Natürlich. Wir haben hier ja. Das war die Karte von Australien. Schön. Wir wollen Baby. Schnabeltiere. Sehr schön. Und hier. Das unterste war's. Genau. Jetzt kommt gleich nochmal das letzte Bild, glaube ich, ne? Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Hat mir die Visitenkarte geschneckt, ne? Das sind einfach. Es ist einfach ein Atmenanzug. Okay. Eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein. Die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Okay. Da gehe ich nicht wieder rein. Das war das Rätselslösung. Ich muss mir einfach nur so eine Dings nehmen, während er was schreibt, okay? Hallo? Ich wüsste nicht, was es da noch zu sagen gäbe. Und um ehrlich zu sein, ich habe etwas Angst, ihn aufzuwecken. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Okay. Verzeihung, ich bin gerade sehr... Klar. Du bist sehr beschäftigt, sieht man. Passe. Okay. Gut, dann sind wir hier jetzt fertig. Wir haben jetzt eine Visitenkarte, okay? Warum haben wir denn jetzt eine... Dr. Johnsons Visitenkarte. Fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Können wir da... Oh, Moment, Moment. Leute. Können wir damit jetzt die Tür aufbrechen? Das wäre so cool, oder? Ne. Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Ich wusste es doch, dass man das so machen muss irgendwie. Krass. Lol. Oh, dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Alter, was ist denn hier los, ey? Der Boss-Key. Oder der große Schlüssel. Cool. Es ist hier, wie heißt es? Fallout, ne? Fluxkompensator, alles klar. Bowser. Ganondorf. Oder, nein, Ganon an sich. Kenne ich nicht. Kenne ich irgendwoher? Kann ich jetzt aber gerade nicht zuordnen, muss ich sagen. Da habe ich ein geiles Zimmer, ne? Muss ich ja schon sagen. Ja, egal. Die kann ich nicht rumtragen. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Gibt's ein Geheimbuch irgendwie? Nee. Schade. Bücher und Zeugs. Das Zeugs ist mir lieber. Da ist eine Blende unten am Regal. Die kriege ich wohl nicht ab. Ziemlich klein für den Prinzen des Kosmos. Nein, brauche ich nicht. Okay. Ein klassischer Schlüssel. Den Schlüssel brauchst du, den brauchst du. Der schließt nichts auf, der ist nur Deko. Den brauchst du! Das Ding ermöglicht Zeitreisen. Sagt man jedenfalls. Mitnehmen. Ja klar, würde ich machen, wenn der echt wäre. Oh. Oberste, mittlere, untere.